Let's play Stranded Deep mit dem Darky Priest. So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Stranded Deep mit dem Darky Priest. Ja. Letztes Mal habe ich mich ja mit dem Tigerhai hier angelegt. Zum Glück gespeichert, obwohl so schlecht sah ich gar nicht gegen den aus, muss ich jetzt gerade mal sagen. Und ich mache jetzt hier mal ein bisschen Coconut Island. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, mit so einem Knack. Ach nee, lieber weg von den Palmen. Knack. Also mit so ein bisschen Speer und so ist man gar nicht so schlecht dran bei so einem Hai. Muss ich also sagen, dann werde ich nächstes Mal mal hier rüber zu dem Wrack tauchen nochmal. Ob ich das hier schon getrunken habe. Drinki Drink. Jetzt soll ich aber erst noch meine restlichen Sticks waren da, glaube ich, noch, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das war hier jetzt erstmal nix. Also die kann man wirklich jetzt nur noch einmal pro Tag ernten. Was ja okay ist, aber. Ich würde mich jetzt echt mal fragen, was wächst hier? Dann legen wir mal die Sticky Sticks mal hier hin. Also einmal hin. Und Esenmolle wie hier. Coconut Airlines. Hütte. Meine hart verdiente Hütte. Ah, Sonnenuntergang in meiner Hütte. Wenn ich mir jetzt hier draufsetzen könnte, das wäre klasse. Ach, ist einfach schön. Ach, hier. Jetzt, wenn ich hier reinlaufe, ist das so. Immer alles schön aufgeräumt muss das sein, ne? Ja, ein bisschen noch, ne? Mal so dann noch mal eben jagen gehen. Ein paar Fischchen. Oder habe ich ein Fischchen? Ein Fischchen. Ja, dann nehme ich noch ein Sticky, ein oder zwei Stickies und mache noch eben ein grünes Feuer. Und ich würde sagen, heute gibt's mal Krabbe süß-sauer. Das war das große. Die ist schon lang tot. Wenn man die wegwirft, sind die auch tot. Ah!
Nee, sind sie nicht. Jetzt sind sie schon. Eins, zwei. Ach, zwei reicht ja auch. Eins. Krabben sind zwar so ziemlich die unergiebigste Speise, die man sich so vorstellen kann. Krabben hier drüben nicht so wohl fühlen, wird hier drüben auch noch eine okkupiert. Eine kleine. Ja. Machen wir nämlich noch ein kleines Feierchen. Ein Feierchen noch. Was sagt immer hier weg? Eins, zwei, drei. Ja, Campfire haben wir ja schon gerichtet. Ach, halt noch eben eine Kokosnussköpfe. Weil dann geht uns, glaube ich, bis auf den gebrochenen Arm, der immer noch relativ komisch aussieht. Recht gut. Was dieser blaue Strich hier vorne macht, sieht man das im Video? Da vorne ist ein blauer Strich, ein Horizontstrich. Hau ab, oder du wirst gegrillt nochmal. Also manche Leute zahlen für eine Krabbe richtig Kohle, ne? Ping. Nom nom nom. Nom nom nom. Oh, in der Zeit trinkt man mal was. Flying Axe. Ach, ich mag das, mein Häuschen. Als nächstes bräuchte ich mir so einen Lagerraum, glaube ich. Einfach seitlich mit noch einer Leiter, wo ich dann hochlaufen kann. Und meine ganzen... So. Mmh. Nom nom. Mmh. Lecker Schmecker. Nehmen wir den noch. Wird auch noch gegrillt. Wir wollen ja die Stick jetzt nicht verkommen lassen, ne? Gibt's aber noch was zu trinken. War ich mir aber bis morgen. Das ist der Mond. Oh, der geht schon. Wie schnell der sich bewegt, oder? Krass, wenn man die Sterne so anguckt. Das ist auf jeden Fall meine Notpalme. Das ist immer. So. Ach, weißt du was? Ich gerade dabei bin. Machen wir doch die Sardine auch noch. Wir wollen ja nichts jagen, was wir nicht auch verbrauchen, weil Tierschutz und so, ne?
nur das, was wir unbedingt zum Leben brauchen, wird erschlagen und getötet und umgebracht. Die lag da gerade tot. Was da tot liegt, wird. Boah, das hat ja voll was von einem Screenshot hier. Feuchte Felsen. Das ist auf den Malediven, da kommt man auch ewig weit ins Meer reinlaufen. Einfach schön. Einfach schön. Ja, locken. Fati wird gegrillt, ja, schnell weg. Oh, jetzt muss ich mich aber beeilen, weil sonst kann ich nicht mehr schlafen. Jetzt kommt Kling. Gehe ich noch ein bisschen ins Bettchen. Gute Nacht. Lalilu. Nur der Mann in meiner Hütte schaut zu. Ach, ist das schön. Jetzt alles wieder am Arsch. Ne? Siehste? Kenn doch meine Pappenheimer. Alle immer gleich groß, egal wie groß ich die nehme. Ah, bitte. Ich erschlag eine kleine und krieg eine große, also ist eigentlich scheißegal, was ich nehme. Haha, guckst du nur, hast du keine Handy, guckst du nur. So, da trinke ich noch zwei. Trinke ich noch mal zwei Kokosnüsse. Regnet, aber du. Boah, ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr, so regnet. Das geht gleich in die Hütte, sobald hier Fling macht. Mach Fling. Ah, eine Kartoffel. Jetzt haben wir. Ab in die gute Stube. Ah, jetzt setze ich mich hier hin und esse meine Krabbe. Ach, Feuer ist aus, okay.
Ja. Was sollen wir denn noch machen? Wie geht's denn überhaupt? Moment. Naja. Läuft. Ach, wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach mal. Während es regnet, soll man doch schwimmen gehen, ne? Ich nehme jetzt einfach mal einen Rutenspeer. Ach, da ist er schon wieder. Wisst ihr? Langsam nervt. Dum, 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 dum. Oh, ich habe vergessen, meine Idiotenpalmen abzuwärmen. Kann ich da eigentlich auch hier liegen lassen? Ach man. Weiß gar nicht, wie das ist mit dem. Geh ich halt hier drüben mal zwischen. Was eine Abrisskante. Jetzt wollte ich ja darüber rüber schwimmen, um. Ach, Burp. Jetzt machst du Burp. Legen wir gleich hier hin, das nächste Essen. Die können wir auch noch dahin legen. 1, 2, 3, 4. Wie geht's uns denn? Oh ja. Ja, aber trotzdem sagen. Jetzt sehe ich mal keinen von den blöden Haien. Aber da wir ja gelernt haben. Yes. Da kommt er schon wieder. Hat dieser Drecksack. Ah.
schon was unternimmt, kann man ja gleich fürs Abendessen sorgen, ne? Eine Krabbenfamilie. Mama, Papa, Mama Krabbe, Papa Krabbe, Oma Krabbe, Opa Krabbe. Cool. Ein Fernglas. Was macht man denn mit diesem Fernglas? Irgendwie will das jetzt im Haus nicht so ganz funktionieren. Das will auch sonst nicht funktionieren, okay. Ich dachte gerade. Das ist ja auch Riesenvergrößerung. Muss man jetzt auch so sagen. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Leg dich mal dahin. Forscher. Und der Kompass, den kann man eigentlich auch gleich da hinlegen. So, und du legst dich dahin. Ja, langsam wird es wohlig da oben drin. Ne? Ach, Fischchen habe ich ja auch noch eins gekriegt. Sollte ich aber wirklich noch irgendwie eine andere Insel hier aufsuchen? Okay. Also ich muss jetzt sagen, Lashings habe ich jetzt gerade genug. Auch noch zwei. Ordnung schaffen hier auf der Insel. Wir wollen ja nicht aussehen wie Sau. Das legen wir jetzt auch noch hier rein zu unseren Fundsachen. So. Wonderful. Ja, aber Leute. Jetzt würde ich dann trotzdem sagen, bye bye und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Stranded Deep mit dem Darky Priest. Ciao und tschüssen, bis nächstes Mal. Und bitte abonnieren. Danke.